Was kommt? Jetzt kommt der Killerberg. Je mehr du verdienen willst, musst du extrem schnell ausliefern. Danke, ciao. Danke dir. Danke dir. Ciao, lass dich schmecken. Also wer da als Radkurier bis zur Rente arbeitet, der wird es vielleicht nicht bis zur Rente schaffen. Geradeaus, Vorsicht hier an der Kreuzung. Servus Tekin, servus Tekin. Servus Leute, ich bin Tekin, bin 20 Jahre alt und bin Fahrradkurier bei Volt. Viele würden sagen, der ist jetzt komplett irre oder woher hat er überhaupt die Energie und so. Aber Krafttraining in dem Fall ist eine große Leidenschaft für mich. Und ich will jetzt nicht, dass wegen meinem Job dass dieses Hobby wegfällt. Merkst du das nicht beim Radeln? Das kann man sich fast nicht vorstellen. Nee, es geht nicht. So, ich trainiere sogar manchmal Beine davor. Das war jetzt nur Oberkörper, deswegen ist das okay. An Tagen, wo ich trainiere, esse ich meistens ein Porridge, also ein Haferbrei. Und die Kosten für Essen teilen wir uns so auf, dass wir einfach die Kassenbons quasi sammeln, bis wir ausgeben. Und am Ende des Monats teilen wir es dann durch drei und dann kommen die Kosten zustande. Wir versuchen da auch auf gute Lebensmittel zu achten, also vor allem Bio und so weiter. Und bei Obst und Gemüse auch, wenn möglich, Bio, aber eben nicht immer. Jetzt müssen wir noch runterfahren. Vor dem Essen atme ich meistens 3 Sekunden ein und 3 Sekunden aus, um einfach das Nervensystem runterzufahren. Jetzt kommt erst das Schwere. Das Training und so, das war noch der einfache Part. Jetzt kommt erst der harte Part mit dem Fahrradfahren und so weiter. Da könnt ihr euch schon auf was gefasst machen. Also ich hoffe, dass heute ein bisschen mehr los ist. Also ich meine, es ist ja viel los. Aber noch mehr, damit ihr richtig geknechtet werdet. Also wenn ich gar keine Bestellung reinkriege, 10,50 ist garantiert pro Stunde. Und genau, das ist das, was ich bekomme. Heute ist die M. Es kann sein, dass dementsprechend am Abend Leute mehr bestellen. Ganz simpel, je mehr du verdienen willst, musst du extrem schnell ausliefern und auch extrem viele Bestellungen bekommen. Jetzt bin ich online, da steht im Online, 15 Uhr gehe ich offline. Das ist jetzt die Arbeitszeit. Und jetzt kann ich hier eine Zeitbestellung kriegen. Ich bin da zufrieden, wenn du 100 Euro am Tag schaffst, das ist eine gute Summe. Das wäre heute super gut, weil... Super gut, wenn wir schon so 120, 100 sowas können. Also das ist dann schon sehr schwer, da müssen wir schon über 20 Lieferungen und so weiter machen. Das wird nicht realistisch sein. Das Ding hat auch ein ganz gutes Eigengewicht, mich stört das jetzt mittlerweile nicht mehr. Am Anfang muss man sich ein bisschen gewöhnen, so dass man hinten so einen Rucksack hat. Ich habe hier auch mal noch eben Getränke und Essen ein bisschen dabei. Und dann wiegt es natürlich noch mal mehr, aber am schlimmsten wird es dann eher, wenn du dann so 12 Pizzen oder so hast. Achso, Helm, genau. Ich sag ihm auch, er soll nicht so schnell fahren, er soll langsamer fahren, aber ich mach mir schon Gedanken manchmal. Ja. Dann tschüssi. Tschüss. Pass auf dich auf. Mach ich, immer. Wir sehen uns dann später. Okay. Ciao, ciao. Ja, ist eigenes Fahrrad. Also Volt stellt uns keine Fahrräder, das musst du alles selber finanzieren. Ich mache das jetzt mit dem normalen Rad. Das passt schon, ist natürlich kann extrem anstrengend werden, aber ich habe mich dann gewöhnt und würde sagen, ich bin relativ fit. Wenn jetzt ein Restaurant sagt, wir sind jetzt eigentlich fertig, dann kommst du an, das Essen ist nicht fertig, dass du dann da warten musst natürlich. Und eine halbe Stunde warten, dann kannst du dir vorstellen, eine halbe Stunde, du kannst nichts machen. Das heißt, du kriegst dann eben weniger Lohn, weil du keine Bestellung ausführen kannst, sondern warten musst. Ich hab die 470. Ja, eine Minute. Okay, bis gleich, ich warte dann hier. Danke sehr, schönen Tag noch. Ciao. Jetzt habe ich es akzeptiert. Jetzt kann ich hier auf Starten drücken. Und zack. Und wenn ich zu spät komme, sind die meisten Kunden eh sehr freundlich. Also ich hatte jetzt per se nicht so schlechte Erfahrungen. Und ich entschuldige mich dann meistens. Servus, Volt. Zweiter Stock, bitte. Gerne, bis gleich. Wir sind dankbar über jedes Trinkgeld.
Also beim Trinkgeld ist es so, dass das, was wir in der App bekommen, mit unserem Gesamtgehalt zusammengerechnet wird und am Ende versteuert. Und das, was bar ist, dürfen wir behalten und das wird nicht versteuert. Und dementsprechend ist es immer besser für uns, wenn wir Bargeldtrinkgeld bekommen. Einmal für dich. Kein Problem. Ciao, schönen Tag noch. Ciao, lass dich schmecken. Ciao, ciao. Nee, gar nichts. Gar nichts. Ich kann noch nicht sagen, ob er nichts gegeben hat. Also, ob er in der App gegeben hat, sehe ich es natürlich erst nach der Schicht. Aber jetzt, so auf die Hand, nichts. Gebt ihr Trinkgeld und wie viel haltet ihr für richtig? Schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt haben wir Soul Food. Das ist direkt da. Ja, wir sind super. Ciao, ciao. Ciao, lass dich schmecken. Alright. Danke dir, lass es dich schmecken. Schönen Tag, ciao. Also der Grund für den Fakt, dass ich auch so schnell fahre und so weiter und dass sich auch teilweise das Team von Lohnt sich das abgehängt hat, liegt halt darin, weil du auch so schnell arbeiten musst und schnell sein musst. Also ich hätte gerne auch Rücksicht genommen und auch auf euch gewartet, aber es ist nicht möglich, weil im Endeffekt ist es halt wichtig für mich, dass ich viele Bestellungen ausfahre. Grüß euch, schön wiederzusehen. Wie geht's dir? Erschöpft auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt was zu essen. Bin wieder da. Ich wohne dann aktuell noch bei meinen Eltern. Wir haben eine Dreizimmerwohnung, Küche, Bad. Und ich bin da sehr zufrieden. Ich habe jetzt auch noch nicht vor, auszuziehen. Weil wenn du ausziehst, dann musst du Miete zahlen. Das sind wieder monatliche Kosten. Um 18 Uhr ist heute ja das EM-Spiel von Deutschland, deswegen kann es sein, dass heute vielleicht mehr los ist. Ich bin gespannt. Wir sind drin bis 19 Uhr. 2, 1A, 3. Straße stimmt, oder? Auf der Ja, genau, deswegen. Auf der Karte hat er nur das hier hingepinnt, deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Also ich habe die Ausbildung zum A-Lizenz-Fitnesstrainer gemacht und dann wollte ich eigentlich im Fitnessstudio arbeiten. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan, so einfach mal als erstes in die Szene zu gehen. Aber eben dann sind die Studios zugegangen und ging halt nicht. Dann dachte ich so, okay, dann wartest du jetzt noch ein bisschen und guckst mal, was du machst. Und so bin ich dann bei Volt gelandet. Wenn ich das nicht finde, weil dann die Locations dann manchmal anders eingespeichert werden, Theresienstraße. Ja, kommt das häufig vor? Nicht oft. Aber wenn es passiert, ist es natürlich ultra nervig. Ah, da. Ah, okay. Das war jetzt irgendwie voll übersehen gerade. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geste hier von den Leuten. Danke, Duplo. Also haben sie hingestellt. Das können sich alle Fahrer mitnehmen. Sei es jetzt Essenslieferant oder DHL. Mega schöne Geste. Wer hat Zeit zum nächsten? 8 Minuten. Ich stehe jetzt 1-1 mittlerweile für Deutschland. 2-1. 2-1 haben wir aufgeholt, ja, super. Top. Vielen Dank, danke dir. Kannst du das geben? Gerne. Lass es schmecken. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ich bin ein großer Fan davon, dass du versuchst, am Ende des Tages immer das Gleichgewicht zu wahren. Und dementsprechend ist mir auch persönlich mein Feierabend extrem wichtig, weil ich möchte nach Hause kommen, entspannen, zur Ruhe kommen. Grüß dich. Hallo. Wir leben noch. Ich investiere auch noch ein bisschen eben in ETFs und Aktien. Ich bin ja kein Experte, ich mache nur ein bisschen was. Und wenn du jetzt 100 Euro monatlich da rein investierst, hast du jetzt nicht viel zu verlieren, ob du jetzt 100 Euro irgendwo ausgibst oder da rein. Erzähl mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Jetzt kommt das Kleingeld. Dann haben wir hier 14,50, 14,70, 14,80, 90, 15, 15,10, 15,20. Top. 20 Bargeld. Ja, das ist super. Ja? Ja, ist top. Also, das ist gut. Wenn du so viel Trinkgeld kriegst an dem Tag,
Das ist ein guter Tag. Wenn du 100 Euro am Tag schaffst, das ist eine gute Summe. Insgesamt haben wir jetzt 104 Euro. 104? Ja. Also genau das? Ja, genau. Was du... Ja, was ich anschiebe, ja. 10,50 pro Stunde sind für mich persönlich nicht ausreichend. Mein Ziel sind immer 15 Euro die Stunde zu schaffen. Und dementsprechend auch, wenn man nicht 15 Euro die Stunde schafft, würde ich auch sagen, dass sich der Job nicht lohnt. Weil es ist einfach immens anstrengend. Jetzt können wir direkt mal gucken. 16 hier. 16 Euro die Stunde. Ja. Wobei 104 sind es gewesen. Also das sind 17,33 Euro jetzt. Genau. Ich danke euch herzlich, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Ihr könnt in den Kommentaren gerne mal euch austauschen über eure Erfahrungen mit Lieferfahrern. Und falls ihr noch weitere Videos schauen wollt, hier und hier könnt ihr klicken und kommt dann direkt zum Video. Ciao, macht's gut und ich radel jetzt weiter.